So. Ich bin noch immer nicht Level 10, Mann. Felsafe, wir sind bei deinen Koordinaten. Das Feld steht in einem Vex-Portal fest. Kannst na, du uns na, helfen, die Energiequelle weiter. Zu finden, damit wir ihn dort rausbekommen? Oh ja, wenn wir den Vex-Teleporter finden, den jetzt die wieder genutzt hat, kannst du den Kreislauf ausschalten und ihn befreien. Ich kann dich hinführen. Patient. Okay, wir finden also diesen Vex-Teleporter und schalten ihn aus. Simpel. Ich wäre dafür, dass wir uns auch das Event holen, wenn wir wissen, wo es beginnt. Auf der Karte sehe ich es leider nicht. Naja. Vielleicht rennen wir hier zufällig rein. Jetzt schon ein bisschen weiter weg. Siehst das du schon auf der Karte, oder was? Nein, es ist im Gange, was ich weiß. Es ist weiter unten. Aber frag mich nicht nach die Wege, weil das ist noch zu früh. Na, aber normalerweise wird es ja anzeigt auf der Karte, wenn du das aufmachst. Wenn du es anvisierst, dann führt dich was hin. Ja, aber ich sehe es eben nicht auf der Map, das ist es ja. Achso, du hast es noch nicht freigeschalten für die Patrouillen, glaube ich, oder? Aha, okay, das kann sein. Das, du müsstest das, die Story jetzt, die ein, zwei Missionen, was das sind, müsstest du machen. Ah, da hinten sehe ich es jetzt. Also. Genau. Ich meine, so siehst du sie, aber ich glaube, die Patrouillen hat sich irgendwann freigeschaltet. Sollen wir den Hauptweg weitergehen oder zum Event? Das ist 600 Meter entfernt. Schauen wir, ob wir das Event schaffen. Ich glaube, es sind nur wir zwei jetzt. 2 Minuten 30. Ich weiß nicht genau, was für ein Event das ist. Muss schnell sein. Die Zeit ist es nicht. Ich hoffe, ich renne richtig. Nope, relativ falsch. Ich bin jetzt außer rumgelaufen, 400 Meter. Das ist weit weg. Das ist wirklich urweit weg, pfeift drauf. Bis wir dort sind. Da bräuchten wir schon unsere. Ja, genau, bräuchten wir das Sparrows. Das ist zum Scannen, oder? Manche Lichtquellen oder was. Ah, da ist was zu holen. Ah. Datengitter. Wahrscheinlich mikrophasisches Datengitter. Das heißt, auf der Farm hast du noch nichts zu scannen gefunden? Ich war auf der Farm erst dreimal. Aha, okay. Ich weiß das vorige Mal richtig auf der Farm, weil davor hat es mich immer rausgehauen. Du hast jetzt meine Strikes und alles freigeschalten. Ich hätte schon viel früher hingehen können. Ich habe noch keine Strikes. Also, ich weiß nicht, ob wann die freigeschalten werden, das könnte ich dann nicht mal sagen. Naja, wahrscheinlich, wenn es sobald. Naja, naja, geht, wenn es alle Planeten hast. Ich glaube, storytechnisch müsste aber auch weit genug sein, wahrscheinlich. Geht. Das sieht aus wie das Zeug in den Vex. Es heißt Radiolaria, du weißt schon. Geistesfluid. Ikora sagt, es sei das ist eine sicher böse, wenn man es berührt. Verbindung. Die Vex sind also nicht nur Roboter. Nicht einmal wenig böse. Ich würde es ja gerne ausprobieren. Lang brauchst nicht drin stehen, sagen wir so. Na bitte. Naja. Oh ja, also so stark ist nicht. Ist halt lang genug, also das ist beim Kampf eine tötet. Eine Mikrosekunde habe ich jetzt ausgehalten. Jawohl! Ramponierter Panzerhandschuh. Das kann ich nicht nachschauen. So, jetzt schaue ich das nach. Ah, ich muss mit meinem Bruchstück in die ETZ zurück. Da kann ich mir wahrscheinlich meine zweite Super freischalten. Erstens, hör auf uns zu belauschen. Zweitens, wie lautet die Antwort?
Ich wollte gerade sagen, ich darf es nicht verraten. Ich für mein Bruchstück zum Beispiel die Public Events machen müssen und danach habe ich nächste freigeschalten lassen. Ich habe auch. Da bin ich 10-mal im Wald gelaufen. Na, sehr was. Hast du jetzt schon alle drei? Nein, zwei hast du gesagt. Zwei. Ja. Ich glaube, das dritte ist mit 15. Warnung, Wex-Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Weil du gesagt hast, 10-mal im Wald laufen. Wie oft muss man das Bruchstück, wie oft muss man fürs Bruchstück was machen? Eigentlich wenn es nur einmal im Wald und was denn eventuell nicht bewegen zu machen. Okay, weil ich hab dir jetzt die erste Stufe freigeschalten, sozusagen. Dann musst du lesen, glaube ich, was dabei steht, da schreibt er wieder was anderes. Ja, ich muss zum Typen in der ETZ. Autsch! Jetzt haben die Vex auch schon so einen Sprengkommando. Ja, die haben sie spätestens seit dem Raid. Sphären? Was hast du denn für Fähigkeiten? Ich hab die Zeit noch nicht geschaut. Ah, shit. Zu sterben. Na jetzt, standardmäßig habe ich jetzt die leere Fähigkeit, dass ich das Schild aufbaue, was ich jetzt gerade gehabt habe, und damit die Gegner wegrammen. Das ist zart. Das ist ja jetzt. Boah, Alter, wo ist die Granate hingeflogen? Das gibt's ja nicht. So, machen wir ein paar Sphären. Sphären klingt gut. Danke. Ah, sehr gut, eine brauche ich noch. Der Vex würde ich meinen Captain und meine Crew weniger vermissen. Und? Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Sehr optimistisch. Ja. Was eine böse Möse, ne? Ja, so, gibt's irgendwo was zu scannen? Siehst du was? Also hier oben ist nicht. Vielleicht noch weiter oben? Ich habe mich auch nicht viel erkunden traut, um ehrlich zu sein. Der nächste Disconnector war immer um die Ecke. Mm. Ja, das ist der Nachteil, wenn das alles online ist. Ja, das ist keine Chance, zumindest. Es ist ja nur bei dem Spiel das Problem gewesen. Alles andere ging ja bisher. Ich habe es nicht verstanden. Also ich sehe nichts. Na, ich glaube auch nicht. Da fliegen lauter kleine Funken durch die Gegend. Die irritieren. Gut, passt. Dann gehen wir halt weiter. Da unten liegt noch eine schwere Munition. Im Gift. Dann schauen wir weiter. Yes, sir. Ist der Vex-Teleporter? Ja, Kate 6 wird ihn sicher haben wollen. Du solltest ihn an dich nehmen. Die klingt, kommt ein bisschen falsch um. Nimm das, du Blechkopf! Ich bin raus, Baby! Raus! Wuhu! Kate, wo bist du? Hey, du hast es geschafft! Du hast mich da rausgeholt! Und wo bin ich hier? Kate-Einheit, du bist in der Nähe der Reste des Reaktorkerns. Willkommen auf der Exodus Black. Wo all deine Träume wahr werden. Cool.
Die Superportale. Ihr habt also meine neuen Freunde kennengelernt. Failsafe und ihr böser Zwilling Failsafe. Welche ist die Böse? Hätte ich Gefühle, wären sie jetzt verletzt. Ja, in Destiny 1 hat man nicht so viel mit den drei zu tun gehabt, gell? Mit Kate. Ah, die waren höchstens so. Die haben dich nur mit ihren Sätzen begleitet. Ja. In den Missionen, das war's. Oh, die Gefallenen haben die Vex sauer gemacht. Und mit sauer meine ich. Der Patrouillen, aber ansonsten. Ich verstecke mich auf der Exodus Black. Was nur NPCs. Aber mein Rumpf ist komplett zerbrochen. Die Decks 1 bis 20 sind vergraben. Und mein Kühlungssystem. Ein einziges Schlamassel. Oh, das wissen wir, Failsafe, das wissen wir. Was, der Rede gibt's nicht mal was zu scannen? Ich bin's. Ich bin auch eingesprungen. Die Kate voller Hoffnung. Negativ, ich meine positiv, aber du ziehst eine große Menge an Gefallenen an diese Position an. Holla, die Waldfee. Failsafe, die schießen auf mich. Dann rate ich dir, nicht erschossen zu werden. Oh, herrlich. So, ist da los. Alter. Müssen wir den noch besiegen? Ich hatte gehofft, die Vex und die Gefallenen erledigen sich gegenseitig. Der schaut cool aus, gell? Mhm. Aber dann verpasst du ja den ganzen Spaß. Alter, da ist auch noch so ein fetter Läufer. Müssen wir die alle besiegen jetzt? Ja. Geil. Das ist ein echt großer Vex. Wo hat denn der seinen kritischen... Ah, eh im Bauch. Das ist eh offensichtlich. Ja. Jawohl, Level 10. Das ist einfach nur groß. Wo ist er denn? Da ist er. Wir haben da nicht. Ich stelle mal eine Barrikade auf. Oh, Alter, jetzt hat sich der da nach hinten teleportiert, wie mich der verkacke, ja. So weit kann ich gar nicht schießen. Ich wahrscheinlich schon, mit drei Schaden. Da hinten ist, glaube ich, der Läufer auch. So geht's auch. Alter, haben die Gefallenen den Läufer außer Gefecht gesetzt. Das ist einiges. Ich mach auch mal ein paar Bubbles. Das war doch, das war der Strike-Boss in der Beta. Da war er nur ein bisschen größer und stärker. Vielleicht ist es immer noch Strike-Boss. Ich hab noch keinen einzigen mehr. Du nervst da drüben. Ich find's cool, dass sie die Waffen haben noch Special-Punkte gemacht haben, dass sie wirklich diese Schildgegner so voll auseinandernehmen. Das ist die Kinetik war. Das merkt man schon stark. Ah, jetzt liegt mir der Auge im Weg.
Nein, don't kill me! Huch! Ich würde sagen, das sind auch Gegner. Dicke. Jetzt hau mal ein paar. Ah, jetzt komm ich! Ah. Ha! Du bist sie gedreht. Ich weiß, wie man die Barriere deaktiviert. Den Tornort hat das Zeitliche gesegnet. Halt durch, Kate. Der Große wächst. Hau ihn um. Freut mich zu hören. Die Gefallenen haben uns nämlich gefunden. Aktiviere Verteidigungsschild. Zurücktreten, Kate 6. Hey, nicht schlecht, Failsafe. Die Gefallenen können uns jetzt nicht erwischen. Oder die können nicht an uns ran. Oder?